Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind wieder auf der Pridwin. An sämtliches Personal. Ja. Ich bin enttäuscht, dass ich das ansprechen muss, aber ungenehmigter sozialer Kontakt mit den Bewohnern des Commonwealth ist strengstens verboten. Sozialer Kontakt. Jeder, der an derartigen Verbrüderungen willkommen teilgenommen zurück. Hat, sollte Hi. Sich von der Operation bei Fort Strong gehört. Zur Dekontaminierung Hast du irgendwelche Verletzungen davon getragen, um die ich mich kümmern das soll? Das wäre alles. Nein, ich habe keine Verletzung. Ich habe doch meine Powerrüstung und ich bin wieder mit Dance unterwegs. Ja, ich werde wohl die Hauptquest weitermachen müssen, aber vorher wollte ich noch was anderes beendet? Machen. Naja, ja, ja. Ja, Sir. Gut. Das hier ist für deine große Mühe. Wir werden bald wieder Gelehrte losschicken, also komm vorbei, wenn du uns helfen kannst. Alles klar, ich habe Dokumente. Sieht viel. Hier sind die versprochen. Denk dran, durchsuche ich. Aha. So, dann habe ich noch eine Quest zum Abgeben. Ah, ich würde ja gerne die bei Dance abgeben, aber das funktioniert noch nicht. Der Schuss ist sauberer und er hinterlässt diesen Typen. Das funktioniert noch nicht. Hier. Da bist du ja. Ich hoffe, es ist alles problemlos verlaufen. Ja, läuft. Ja, die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Gute Arbeit. Und hier, wenn du noch eine Farm besuchen möchtest, diese Farm. Das haben wir auch schon öfter gemacht. Für 98 mache ich das doch nicht nochmal. Lass mal sehen. Alle meine Waffen in Ordnung? Erst gar nicht ausreden lassen, gleich drüber labern. Ba 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 ba. Ba ba ba. Nee, ist alles Quatsch. Der hat auch nichts Neues anzubieten. Hoppala. Wir gehen nach, wie heißt das Ding? Spectacle Island. Habe ich mir ja aufgeschrieben. Das soll, warte, östlich vom Wrack eines Schiffs liegen. Vom Wrack der Northern Star. So heißt das Ding. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht entdeckt. Schauen wir doch mal, ob ich das nicht finde. Und dann machen wir nächstes Mal die Hauptquest weiter, würde ich sagen. Je nachdem, wie schnell sich das jetzt abschließen lässt mit der Insel da. Sollten wir die Lufthoheit haben, die wir brauchen, um Ja, ich kann auch die Quest noch gar nicht abschließen mit Dance. Die Burg. Sheriff Dienststelle, warte mal, das. Oder kann es sein, dass ich da jetzt falsch liege, dass es hier gar nicht ist? Ja, das kann auch sein, natürlich. Wie soll denn das sein? Fort Strong, ja. Mehr weiß ich nicht. Museum, das Landhaus an der Küste? Alles klar, ich habe keine Ahnung, wo Spectacle Island ist. Warte mal. Muss mal ganz kurz. Okay, ja, ich musste kurz raustappen. Das habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt. Mit bisschen Glück. So, warte mal. Spectacle Island, östlich von der Burg. Die Burg ist da. Echt jetzt? Männer erinnern mich an die Bruderschaft, als ältester Lines das Sagen hatte. Unkoordiniert und viel zu wohltätig. Der älteste Lions, ja. Ich bring die Kleinen schon in Form. Keine Sorge. Ich will nur ein bisschen handeln. Die Lions Pride, kennt ihr die noch? Das war auch aus dem dritten Teil. Ich find's cool, dass da so viel Referenz drauf... Du machst deinen Job. Ja, ja. Dass es da so viel Referenzen gibt. Ich meine. Nostalgische Gefühle? Ja, ich steck alles ein. Weißt du doch. So, wie kann ich jetzt auf diese Insel? Warte mal. Sekunde nochmal. Hoppala. Ja, ich musste nochmal kurz rausklicken. Da muss irgendwo ein Wrack eines Schiffs sein. Das hier? Also so wird es mir beschrieben. Da muss irgendwo ein Schiffswrack sein und da in der Nähe gibt es dann was. Was mir hilft, auf die Insel zu kommen. Ich würde ja so viel mehr erkunden, aber ich weiß halt, dass ich mir da wahrscheinlich immer wieder Quests mit kaputt mache, beziehungsweise durch Quests ja sowieso an viele Orte gelange. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt eigentlich? Ach so, übrigens, was? Okay, wenn ich die Powerrüstung trage. Man kann mit dieser Mod, von der ich letztes Mal erzählt habe, diese Hardcore-Mod, wohl angeblich nur speichern, wenn man schläft. Muss man sich mal vorstellen. Ich hoffe, das machen die nicht. Und wenn man es abstellen kann, würde ich das sofort tun. Cool. Oh, cool. Alles klar. Und nun?
Ein Schiff. I'm on a boat. Was passiert jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue gerade mal nebenbei auf den Text, den ich hier liegen habe. Irgendwo soll es wohl einen Ableger geben? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze auch nicht, dass ich rüberschwimmen kann auf dieser Insel, oder? Ja, vielleicht doch. Ich versuch's einfach mal. Ich gehe jetzt mal durchs Wasser, auch wenn ich da ein bisschen Strahlung abkriege. Das wird schon laufen, oder? Gehen wir mal rüber auf die Insel. Wahrscheinlich funktioniert's gar nicht im Endeffekt. Well. Alles klar. Okay. Ist ein bisschen erschreckend gerade, muss ich sagen. Licht bringt auch nicht viel. Ja doch, irgendwie finde ich es leicht gruselig. Hier durch das Wasser zu stapfen, ohne was zu sehen. Ohne Powerrüstung könnte ich ja rüberschwimmen, aber... Ich kann zumindest so einen kleinen Hopser machen. Oh nein. Bitte nicht hängen bleiben. Ist halt immer noch Strahlung hier unten. Man sieht es ja, meine Lebensenergie schrumpft halt wirklich kontinuierlich. Ich fühle mich echt unbehaglich gerade. Ich habe eine Pipeline entdeckt. Ich bin ja auch fast da. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Teil rausgeschnitten, weil dieses Unterwassergelatsche, das hat echt lang gedauert und... Es ist ja auch super spannend soweit, ne? Oh, guck mal, ich bin immer noch auf Droge oder was? Er sieht zumindest... Wo sieht man das? Sieht man irgendwo, dass ich gerade Entzug habe von einer Droge oder sowas? Weiß ich nicht, das ist etwas undurchsichtig. Na komm, jetzt mach mal hier, den Hügel kriegst du auch noch rauf. Quäl dich mal rauf! Los! Los! Ja! Spectacle Island entdeckt, jawoll! Jawoll, so, jetzt werde ich erst nochmal... Jetzt esse ich erst nochmal 30 Tomaten. So ungefähr. Und ich habe übrigens mein Lasergewehr auf automatisch. Mal gucken, ob das jetzt was taugt, du. Was ist das denn? Das ist ein Wrack. Hi Dance, bist auch wieder da, ne? Hast du geschafft? Ich bin ja stolz auf dich. Andere werden verreckt. Der schwimmt mir einfach tapfer hinterher oder läuft auf dem Grund mit. Oh Gott. Oh. Oha, automatisch rockt das schon ganz schön. Boah. Dance, pass mal auf. Boah. Hey, wie gut. Weißt du, was ich gerade mache? Wuhu. Wenn ich nicht mit dir spielen will, hau ich ab. Oha. Du hast das Gesicht. Komm. Kritischer Schlag, jawoll. Hau ab. Meine Fresse. Kannst du mal bitte den Kopf oben lassen? Komm schon, zeig dein Gesicht. Oha. Und ein König kommt auch noch. Ziemlich. Ach du heiliger Bimbam, der hat mich fast getötet. Okay, alles gut. Ich habe noch ein paar Tato. Betonung auf ein paar. Ich bin immer noch... Warte mal. Ich werde mal einen Adektol nehmen, da habe ich ja noch eins. Und mir geht's wieder gut. Herrlich. Ich weiß nicht, was das bringt. Diese Abhängigkeit, also ich war vielleicht noch auf irgendeinem Stoff, weiß ich nicht.
Aber so sieht keiner aus, der auf Entzug ist. Also nicht so fröhlich. Huh. Ja, und jetzt? Wie wäre ich denn hier regulär hingekommen? Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben. Alles klar. Was ist das da oben? Was ist das? Wenn es ja nicht so neblig wäre, ne? Weiß nicht, ob das hier zum Setting gehört oder ob das wegen der Tageszeit jetzt so ist. Wie ist das? Ja, da gehe ich gleich hin zum Haus. Da freue ich mich ja schon ein bisschen drauf. Ja, ja. Hup. Okay. Wer war das? Wer hat die umgebracht? Oh. Wahrscheinlich die, hä? Oh Gott, stirbt jetzt. Wow. Wie viel Munition habe ich denn bitte noch für die Waffe, sag mal? 8900, ja, dann ist bald Schluss. Leider. Oh, was mache ich denn? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Heile ich überhaupt gerade noch oder ist das alles noch? Okay. Ich dachte, das ist fertig. Ist es auch. Hup. Power Armor an. Dance hat das gefallen. Das ist schön, Dance. Ich find's schön, dass du das schön findest. Signal-Checkliste. Achte darauf, dass die Kabel zum Generator alle richtig angeschlossen sind. Wir können keinen weiteren Generatorausfall durch einen Kurzschluss gebrauchen, Randy. Der Generator muss eingeschaltet sein, bevor das Signal aktiviert wird. Kleiner Tipp, ich würde empfehlen, beim Umlegen des Generatorschalters nicht im Wasser zu stehen. Das Signal wird weitergegeben, wenn... Tja, du wirst es mitbekommen. Sobald das Feedback aufhört, klingt es, als käme nichts aus dem Lautsprecher. Es kommt was, aber nur die Malerks können es hören. Ja, lass mich raten, das hat die auch angelockt, ne? Hey, dieser Unterbrecher funktioniert nicht. Schauen wir mal. Ein Traktor. Ernsthaft? So, was gibt's hier noch? Wow. Also bis jetzt finde ich es auch. Oder die haben die umgebracht. Eine Menge Technologie, die nur auf ihre Entdeckung wartet. Ja. Wisst ihr was? Mich stört das irgendwie mit diesem Licht hier und dem Nebel und allem. Ich werde mal kurz ein bisschen warten. Ha, erstmal ausruhen. So, wie lange warten wir denn? Es ist 9 Uhr morgens. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ach so, ist gut. So, ist doch schön. Guck mal, jetzt sehe ich auch mal was. Herrlich. Diese Aussicht. Aber ich weiß nicht, ob ich auf so einer Insel wohnen wollen würde. Ich meine, naja, man kann halt nicht eben mal irgendwo hin, wenn man das will. Man ist halt, man muss halt erstmal rüberrudern oder weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Hallo? Oh. Na, ist hier was? Bierenpilze. Mh, geil. Kampfgewehr. Oh! Eine Glückswackelpuppe. Nett. Nett, sagt er. Es gibt nur eine Möglichkeit, 110% zu geben. Dein Glück wurde automatisch. Dauerhaft um. Ja. Warte mal. Warte mal, warte mal. Jetzt kann ich doch. Ach nee, das hatte ich ja schon. Blutiger Tod, da war ich schon so weit. Was ist das? Inselbegabung. Du bist nicht dumm, nur anders. Ja. Ja, ja. Warte mal. Blutiger Tod, aber das ist nur Rang 1. Ja, ich weiß, ich soll den schweren. Starken, ist mir egal. Nein.
Starker Rücken. Schusswaffe aus der Hüfte. Nein. Außerdem können sie dich nicht verletzen. Was? Ernsthaft? Die können mich normalerweise verletzen. Das. Ja. Nerdwut. Ja, noch bringt's halt leider nichts, der blutige Tod, aber. Ja, komm, ich nehm's. For the Lulz. For the Lulz. Vielleicht ist es ja ganz lustig, wenn man Gegner zu spratzen sieht. Vielleicht gefällt euch das ja. Das gefällt euch ja. Korrigiere. Wem gefällt's nicht? Ich glaube aber, das war's ja auch schon, oder? Weh. Komm ich da ganz rauf? Da rein? Also ich hätte es besser gefunden, wenn man die Wackelpuppe hier oben versteckt hätte. Ja gut, was heißt besser? Das wäre ein bisschen fies gewesen. Aber mein Entdeckerdrang, der zwingt mich hier alles abzusuchen. Und das hat sich nicht gelohnt. Weh. Ja, auf so einem kleinen Holzsteg mit der Powerrüstung. Das hält auf jeden Fall. Passt schon. Okay, ich kann hier nichts anschalten, so wie es aussieht, oder? Ach, warte mal, da ist doch noch ein Kasten. Mann. Ja. Uga, hast du nicht gesehen? Kannst du den einschalten? Nicht im Wasser stehen, hieß es, ne? Auf dich wirkt das nicht alt. Für mich ist es ein archäologisches Relikt. Noch ein Fatman. Ich hab noch einen dabei. Ich wollte den echt mal testen, Leute. Hier. Und da kann man einen M-I-R, also Murf M-I-R-V Aufsatz drauf machen. Dieser Ort würde bei vielen Personen Furcht erzeugen. Zum Glück verhindert meine Ausbildung. Halt. Was war das? Jetzt kommt bestimmt eine Meiler Königin. Pass auf. Ey, mach Platz. Oh. Oh. Was habe ich gesagt? Na wow. Ist es nicht der perfekte Zeitpunkt, um einen Fatman auszuprobieren? Da 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 da. Keine Ahnung, warum ich Indiana Jones. Warte. Aha. Auf den Korb. Hup. Und, mach Peng, komm. Ich weiß nicht. Wow. Das ist durchgegangen, oder wie? Willst du mich verarschen? Hat's keinen Schaden gemacht? Das gibt's doch nicht. Albino, Meierlerk, Jäger? Ernsthaft? Sowas gibt's auch. Ist ja nett. Wo ist sie hin? Die ist unter Wasser irgendwo. Na dann! Hat's halt keinen Bock, die Alte. Wo ist er jetzt? Der andere. Die Messerklauer, komm her. Ekelhafter. Wo ist die Königin? Ich will die... Meilak Schlüpfling? Wo sind die? Oha. Zieh auf ihre Schwachstelle. Also noch mehr? Wow. Oh ja. Oh nein. Oh Gott, meine Lebensenergie. Guck mal, wie die runtergeht. Okay, das war ziemlich dumm von mir, dass ich gesagt habe, ich will die Königin besiegen. Ah. Das werde ich sowieso jetzt nicht mehr überleben, aber ist cool. Ja, komm. Zieh ich mir alles rein. Oh! Oh, schade. Das hat doch Peng gemacht. Mann, ich wollte sehen, was passiert. Wenn's Peng macht. Warte. Ah, ich weiß nicht. Ja, 8% oder was? Schieß! Bam! Boah! Au! Böse Säure! Es gab EP. Ah, diese Säure, guck mal, ich muss nur durchlaufen. Das brennt sich sofort durch. Sag mir das nicht, dass sich das sofort durchbrennt. Peng!
Wo ist die Sau? Komm her, du Sau. Wie eine Erbsenpistole. Ja! Das war's, du Saukuh. Ekelhaftes Insekt. Ja, ne? Sind das Insekten oder Amphibien? Können Amphibien Insekten sein und Insekten Amphibien wahrscheinlich, aber... Ich bin mir nicht ganz sicher, dass du die richtig klassifizierst oder kategorisierst, mein Freund. Wow. Den Scheiß jetzt gab's dafür. Echt. Echt mal. Nicht mal eine richtig geile Belohnung. Ist okay. Ist okay. Guck mal, da vorne ist auch noch ein Schiff. Aber ja, ich habe bewiesen, dass ich auch eine Königin schaffe. Und nicht wie im Schloss oder wie im Fort. Ist ja kein Schloss. Oh. Dass ich das andere machen lasse. Oh, du scheiß Vieh. Wow. Die finde ich kacke. Boah. Jetzt sind wir mal gut. Das ist hier ganz schön heftig. Backne Blähfliege. Ja, komm. Noch nicht. Erstmal den ganzen anderen guten Stuff. Ist aber auch kein Ende in Sicht mit den Gegnern. Oh. Oh, das sieht böse aus. Was habt ihr da gemacht? Hast du ihm noch den Arsch versohlt, bevor ihr gestorben seid? Ja, na komm. Das war doch... So. Ja. Alles gut. Ich könnte gleich schon den nächsten Level von Blutiger Tod. Was mache ich denn? So. 10% mehr Schaden im Kampf. Habe ich das jetzt auch ausgewählt? Ja. 10%. 15 und dann, ja. Schön. Ich mal dich wieder. Die könnte ich eigentlich auch auf automatisch. Ich weiß nicht. Das Perk mit dem automatisch, mit den automatischen Waffen. Das macht wahrscheinlich schon Sinn, aber da muss ich auch alle Waffen umstellen. Ich weiß halt nicht, ob ich das will. Ich schieße so gerne einzeln. Der Einzelschuss ist halt echt mein Ding. Das mache ich bei allen Spielen so. Das ist für mich einfach kontrollierter, als nur reinzubratzen und verbraucht auch viel weniger Munition. Nicht? Habe ich das vorhin als Haus gesehen? Nee, das da vorne ist das Haus. Ich dachte schon. Ist das jetzt wirklich alles hier? Ich meine... Nur tote Siedler. Ist schon ein bisschen schade irgendwie. Das wär's. Nein, das will ich nicht. Hm. Weil ich habe ja von euch gehört, das wäre ein Ort, den man unbedingt besuchen sollte. Und es wäre auch ein bisschen traurig. Ja gut, ich meine, alle sind tot, klar. Ist logisch, man weiß, was hier passiert ist. Aber es ist deswegen so traurig, das passiert hier ja überall im Ödland. Oh, hi. Hier sind ständig Menschen am Sterben, krepieren und verrecken. Wow. Wo sind sie hin? Nicht spucken. Oh, ich schieße total vorbei. Er ist da nicht mutiert? Chef, dir Dance! Lock sie in das Feuer, lauf am besten einmal durch. Ja, läuft. Siehste, haben wir gut gemacht. Ich bin stolz. Wow, nicht tanzen. Das Tierverbot. Darfst nicht tanzen. Oha. Diese ganzen Schaufensterpuppen. Warum gibt es hier so viele im Spiel? Das macht mich irgendwie ein bisschen... Oha. Du kannst nicht ins Wasser, um abzuhauen. Na gut. Ha. Hier ist gar nichts mehr. Ich dachte, das lohnt sich jetzt wenigstens, dass ich irgendwas... Ganz viele Saves.
Ach du Elend. Ist da überall was drin? Dann wäre es ja grandios. Ach du Heiliger. Ein interessanter Fund. Und noch ein Schatz. Ja gut, immerhin noch zwei zum Knacken, ne? Ach komm. Ich werde es irgendwann mal nehmen. Das werde ich wahrscheinlich als erstes unnötiges, also als geschafft. Von mir unnötig erachtetes Perk nehmen. Dass ich, ja, keine Haarklammern mehr kaputt mache, wenn ich Schloss knacke. Cool. Ist halt was Bequemliches. Ne? Für mich hat es keinen praktischen Nutzen an sich, weil ich habe so viele Haarklammern. Ist halt immer nur blöd, wenn eine kaputt geht und dann vergeht wieder so 1-2 Sekunden, wo man nichts machen kann. Au. Oh. Laufgeschwindigkeit wird erhöht. Ja, muss mal gucken. Muss ja irgendwann mal wieder auf eine andere Rüstung umsteigen. Ich habe gesehen, es gibt eine Mod, dass man auch an solche Rüstungen wie die von Silver Shroud Rüstungsteile anbringen kann. Ich weiß halt nicht, ob es dann... Ja, es ist eigentlich schon Cheaten, weil dann wird es ja viel einfacher. Ist ja eh schon nicht besonders schwer, aber ich will es halt eigentlich wegen den Boni haben. Oder auch an einen Smoking kann man dann auch Rüstungsteile, habe ich gelesen. Dafür ist es ja ursprünglich gedacht, dass man halt fesch aussieht, fancy, und trotzdem Rüstungsschutz hat. Ach, hier war ich schon. Nee, doch. Da wollte ich noch hin. Und dann haben wir alles auf fancy Spectacle Island. Spectacle, nicht fancy. Was ist das da? Kaputtes Boot. Oh, Mini-Atombombe. Ach, den Schuppen habe ich auch noch nicht untersucht. Na, so fancy ist es hier gar nicht. Es ist einfach nur alles leer. Ja, aber gut. Es gibt die Bruderschaft und alles andere. Wow. Dazwischen gibt es nichts. Ja, was will man noch erwarten? Ich meine, die sind alle gestorben. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt hier... Wow. Coca-Cola-Flasche, ne? Hast du noch leer gesoffen, ne? Es ist halt schon irgendwie ein bisschen traurig vielleicht. Weiß ich nicht. Alle tot und ich bin auf den Trümmern und guck mir alles an. Cool. Und keiner wird die Geschichte dieser Leute wahrscheinlich erzählen, weil sie alle tot sind. Ja. Ich überlege gerade echt gerade, ob es das war, ob das hier alles war. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwas super Tolles übersehen. Hm. Warum ist es hier so leise? Das gefällt mir nicht. Psst, Dance! Tot! Alle tot! Weißt du? Kann ich euch mit dem Boot zurückfahren? Weißt du, vor allem, dass das Ding mich trägt, meine Powerrüstung. Oh, ja, nee, dann war's das. Leute. Dann war's das wohl. Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Für diesen Part. Und nächstes Mal, würde ich sagen, mache ich die Hauptquest. Wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann ist das wohl. Also, ist nichts mehr. Alles klar, bis zum nächsten Mal mit Fallout 4.